liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Division 2 und ich habe wieder eine alte Bekannte, die ihr von vor zig Folgen mal kennt, dabei, nämlich die Anni. Servus. Die anderen Jungs sind leider nicht heute am Start, die jetzt in den letzten Folgen dabei waren. So, meine erste Aufgabe ist erstmal ein bisschen mit dem guten Henry Hayes quatschen. Muss ich mit den zwei eigentlich noch quatschen? Emma Richards, die muss ich rekrutieren, das mache ich auch direkt mal, zack. Dann machen wir heute ein bisschen Quatscherunde. Hi, ich bin Emma. Ich soll Ihnen in der Operationsbasis beim Kalibrieren und Feintunen der Ausrüstung helfen. Schön, mit Ihnen zu arbeiten. So, die haben wir geholt. Patsch. Dann sollen wir mit dem noch quatschen. Hi, ich bin Otis. Ich soll Ihnen helfen, Leute zu finden, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Typen aufzuspüren, die nicht gefunden werden wollen, ist eine Spezialität von mir. Das macht Spaß, glauben Sie mir. So, den haben wir auch freigeschaltet. Rekalibrierungsstation. Es gibt hier einen Friseur. Auch nicht schlecht. Die Campus-Siedlung. So, dann quatschen wir. Da hinten ist noch irgendwer. Da hinten rechts, falls er das überhaupt ist. Wenn wir durchhalten wollen, brauchen wir Strom. Diese Solarpumpe sollte genug Saft. Hier ist der Friseur. Hallo, ich bin Joshua Summers, Arzt. Wie es scheint, werden meine Dienste im Weißen Haus gebraucht. Ich bin sicher, wir sehen uns da. Er sagt, er ist Arzt. Aber er spielt Friseur, alles klar. So, dann treffen wir uns mal mit Henry. Kommen Sie rein. Ich habe noch eine Bitte an Sie. Letzten Monat haben sich einige Leute, die mit meiner Führung nicht einverstanden waren, entschieden, es auf eigene Faust zu versuchen. Die Outcasts haben sie ständig schikaniert. Aber nun glauben wir, dass ein Angriff bevorsteht. Ich habe ein paar Leute geschickt zu ihrem Schutz. Doch ein Agent würde sehr helfen. Nicht nur wegen der zusätzlichen Feuerkraft. Sie haben viel für uns getan. Mit Ihrer Hilfe könnten wir Sie überreden, zurückzukommen. Der Siedlung noch eine Chance geben. Bevor es zu spät ist. Sehr gesprächig ist unser Charakter nicht. Dummer Charakter. Es gibt nur, wie bei Monster Hunter, da spricht der Charakter auch kein einziges Wort. Ja, bei GTA auch nicht. Beziehungsweise GTA Online nicht. Aber gut, es wäre auch klar, dass es zum Beispiel. Ja, wäre jetzt so schwierig, eine Stimme einzufügen für einen Charakter? Nö, und wenn es nur einen muss, kannst du sogar nur eine weibliche und eine männliche nehmen. Ja, eben, Standardsätze halt einfach einbauen, wo die darauf ein bisschen antwortet. Wie wurde gesagt, klar, machen wir oder wir helfen dir oder so, keine Ahnung, so Standarddinger halt. Meiner Meinung nach wäre das. Ich die ganze Zeit, ich habe keinen Bock, aber so. Ja, genau, das ist es einfach. Der Motto macht deinen Scheiß alleine. So irgendwie. So, was haben wir denn noch als nächstes? Mit Scott Williamson sollen wir noch sprechen. Wo ist denn der überhaupt? Sag mal bloß, dass ich der hier ist. Ich nehme jetzt Projekte, das ist was anderes. Wo ist denn Scott Williamson? Ich sehe keine Markierung auf der Karte, das ist das Problem. Wenn ich den habe, dann habe ich unten die ganzen Dinger weg. Neue Dienstverkäufer, neue Dienstprojekte. Warte mal, kann ich nicht. Hä? Wo hast du den? Ja. Die Welt geht vor die Hunde und er scheint das kaum zu registrieren. Ist mir auch egal. Ich sollte ihn jedenfalls heute Morgen treffen, um Honig einzutauschen. Aber er kam nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass da was nicht stimmt. Er lebt auf dem Platz in der Nähe der Bank of Japan. Falls Sie zufällig da vorbeikommen, könnten Sie dann bitte nach ihm Ausschau halten?
Ja. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Okay. Gut. Was haben wir denn als Hauptansätze? Haben wir irgendwas Cooles in der Nähe? Ne, die Einsätze kaputt. Warte mal, ich gucke gerade, ob wir einen Hauptansatz irgendwo haben. Neben. Alles Nebeneinsätze da unten. Haupteinsatz hier oben. Der Regierungsbunker. Und da auf dem Weg ist tatsächlich auch ein Haupt... Nebeneinsatz. Das tut wirklich weh, wenn du von der Biene. Gut, dann machen wir den Hauptansatz da oben, weil du bist ja mittlerweile vom Level höher und ich werde da ein bisschen dann hochgesetzt. Und daneben, da ist auf jeden Fall auch noch ein Nebeneinsatz, wie gesagt. Dann machen wir das wieder. Regierungspunkte, die klingt irgendwie cool, die Mission. Warte mal. So. Dann gucken wir mal. Wobei wir wahrscheinlich eh genug Feinde sehen. Unterwegs, also. Oh, ich habe eine Sehenswürdigkeit entdeckt. Ein Monument. Der Campus entdeckt. Yay. So. Mal gucken, ob wir tatsächlich in der auch. 28 Gegner. Ja, gut, bei mir sind. Also mein Level ist auf 29 angehoben, also ich hab etwa ein Level drüber. Quasi. Wobei das erste ist auf jeden Fall das. Das erste müssen wir auf jeden Fall. Erstmal auf Level 30 kommen und danach wird step by step die Dings. Freigeschaltet, die Stufe freigeschaltet. 30? Das war auch jetzt nicht an dich gerichtet. Nicht alles, was ich erzähle, ist an dich gerichtet. Ich weiß, dass du das weißt. Das ist mir schon klar. So. Da vorne sind wieder Gegner. Sorry, wenn ich ein bisschen verschnupft bin. Das kann sein, dass man das zwischenzeitlich in der Aufnahme hört. Das ist der blöde Heuschnupfen jetzt momentan. Das ist wieder so ein bisschen die Zeit bei mir. Ich kann es leider nicht ändern. Oh, da oben ist noch ein Gegner. Oh, hier ist auch noch einer hinter dem LKW. Fall um, Gegner. Okay. Ein neues Gebiet. West End. Der Regierungsbunker ist da vorne. Sollen wir das zu zweit rein oder sollen wir da noch irgendwie versuchen, Wände zu suchen? Du willst, für mich ist das egal. Ja, komm, ich hab dich dabei, wir gehen alleine. Es dauert sonst so lange jetzt. Wie gesagt, von den Leuten, die ich so. Ist unten Kevin nur so zur Info. Oh, das ist nett. Achso, hier runter, ja, okay. So. Wir müssen herausfinden, was mit dem Reparaturteam passiert ist, das wir zum Schildknoten geschickt haben. Die Notunterkunft befindet sich unter ihnen. Finden wir einen Weg nach unten, aber seien Sie vorsichtig. Coole Ecke hier. Ja, wenn du in Deckung gehst, fangen die rot an zu leuchten. Na gut, da weißt du, wo die dann in Deckung sind. Das erinnert mich an so dieses Eis. Wenn ich Eis. Es gibt so Eishotels und sowas. Ich weiß nicht, was das genau jetzt war. In Belgien war ich mal in so einem Gebäude aus Eis und Eismuseum oder was das war. War auch ganz cool, da war wirklich alles mit dem Bar und so aus Eis. Gut ist, du brauchst dann keine Eiswürfel im Getränk. Weil die Gläser auch aus Eis waren halt. So. Zack. Und weiter geht die Reise.
fühle auch die Musik tatsächlich, die bisschen die Auswahl, die passt doch so ein bisschen zu den Missionen oder zu den Begebenheiten. Ja, wenn sie schon keine Stimme einbauen können, dann passt doch hoffentlich wenigstens die Musik. Ja, das stimmt wohl. Ja, ich find's schade, wie gesagt, dass die Charakter nicht sagen. Für mich ist das ein bisschen unpersönlich. Der Mutter macht dann Scheiß alleine. Wenn ich mich recht erinnere, aber bei Destiny spielt, glaub ich, der eigene Charakter auch nicht. Ja, als ob das so eine mega Schwierigkeit wäre, für Spielentwickler einem Charakter eine Stimme zu geben. Wie gesagt, in vielen Spielen ist es tatsächlich so. Bei FIFA zum Beispiel ist das auch so, wenn du die Transfers machst und alles rum und rein, dann hat der Typ dann auch keine Stimme. Und das finde ich einfach ein bisschen nervig in dem Gespräch, dass du einfach so Stummfilm hast. Ja, eigentlich könnten sie dir vielleicht mal so einen Textblock hinschmeißen. Ja, das haben sie ja auch einfach, nichts anderes. Also hier nicht, aber jetzt bei FIFA zum Beispiel. Aber ich glaube, ich habe auch schon Spiele gespielt, da spricht der Charakter tatsächlich mit einer weiblichen Stimme. Ja, ja. Bei, ich meine, bei Rollenspielen musst du ja fast. Ja, eben. Bei Anthem spricht der Charakter immer. Na gut, Anthem habe ich nie gespielt. Die Outcasts haben nie im Leben einen ganzen Trupp auf Ehre. Das ist unmöglich. Und Destiny sein schafft es trotzdem nicht irgendwie. Ja, weicht die Story nicht so schlecht. Keine Ahnung, wie gesagt, du hast es ja gespielt. Du weißt, wovon du redest. Ich. Da eher nicht. Durchgespielt, aber es war eigentlich unterhaltsam. Es hat auch relativ viele Zwischensequenzen, die sind komplett verpumpt. Ja gut, das hatte ich im Mass Effect zum Beispiel. Da ist auch so extrem viele Zwischensequenzen. Ich habe es dann irgendwie aus Mangel an Spiellaune abgebrochen. War geil. Legendär. Online-Computer erkannt. So, dann denke ich mal. Direkt in Age. Sie Isaac mit ihrem Kommunikationssystem synchronisieren. Hoffentlich wir stehen gerade ineinander. Wir sind gerade gleichzeitig an den Computer gegangen. Hallo, sag nicht wer? Hier spricht Manny Ortega von der Division. Manny? Gott sei Dank. Maya hier. Der Rest des Teams ist nicht mehr. Wir konnten den Knoten nicht online bringen. Ich habe einige Teile, die den Knoten des Weißen Hauses mit dem nationalen Netzwerk verbinden können. Aber vor meiner Rückkehr tauchten diese irren Arschlöcher auf. Sie müssen mich hier rausholen. So ein Mod. Ja, ich muss dringend mal nachher auf jeden Fall irgendwie gucken, dass ich, oder wenn es möglich ist, irgendwie einen größeren Rucksack kaufen. Weil 30 Plätze sind so schnell belegt. Hier unten lang? Ja, ne? Du hast nur 30 Plätze. Ja. Das liegt aber nicht am Rucksack, Kevin. Okay. Du musst du mit der Vision Tag freischalten. Ja, machen wir mal nachher auf Screen. Hast du bis 100? Ich weiß, dass Revi mal gesagt hatte, sie hätte 60. Ja, 100 packen wir alle jetzt. Ja, wir gucken. Gucken wir nachher mal nach. Wenn das so wie möglich ist. Nicht jetzt, sondern später. Ja, jetzt wollen wir ein bisschen Mission noch machen. Oh, jojo. Wir brennen beide gerade so ein bisschen. Hier ist Wasser und. Das nimmt mir eh fast nichts weg. Ich kann ruhig in dich reinrennen. Ja, du. Geht mehr kaputt bei denen als bei mir. Ja gut, du bist auch ein paar Level höher. Dich kitzelt das quasi nur. Wow, wow, wow. Was war das denn? Der hat mir fast die komplette Rüstung mal weggebrannt eben. Und
Von oben wieder. Kommt noch einer? Scheiße. Das war einer zu viel. Ich komme zu dir, links. Ich wollte die ganze Reihe da wegschießen. Da wollen wir noch einen, wollte ich sagen. Kommt nochmals was. Danke. Eieieiei, ich hasse Brandschaden. Zack. Sie kann sich nicht ewig verstecken. Also zumindest scheinen die Charaktere zu erkennen, aber ein weiblicher oder männlicher Charakter spielt. Der spricht von der auf die Resten. Ach schade. Das hätte klappen können. Weil ich versteck mich bestimmt nicht. Da läuft irgendwas raus gerade, da muss ja wohl noch was sein bei dir, oder? Hast du den schon mitgenommen? Nö, alles tot. Aber bitte beeilen Sie sich. Hilfe ist schon unterwegs, Maya. Warten Sie, bleiben Sie ruhig. Sie müssen das Feuer löschen. Maya hat nichts, was sie gegen Feuer schützt. Das war noch ein Gegner da vorne. Das Gelbe ist. Hinter dem komischen Schrank da oder was? Sauber. Tür mal auf. Weiter geht die Reise. Aber ich finde es cool, ich mag die Mission auf jeden Fall. Die hat ein cooles Setting auch so wieder. So ein bisschen ist viel Abwechslung drin, das ist immer gut.
Achso, das ist. Ich habe nur irgendwas gesehen. Bin ich sicher, aber sie werden mich nicht in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, was ich ihnen getan habe. Nur weil sie schwarz ist, muss man sie dort verschießen. Das hat damit nichts zu tun. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Nee, tatsächlich, ich habe einfach nur einen Zielpunkt gesehen. Da dachte ich mir, oh, dann musst du drauf schießen. Das hat mit einer Hautfarbe oder sonst irgendwas überhaupt nichts zu tun. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ich hab nichts mit Rassismus am Hut. Du hast drauf geschießt. Ja, das habe ich nicht getan. Stopp, du da. Das stimmt wohl. Wieder was von oben. Kommt aber nicht weit. Das ist aber auch nur du, Kollege. Ja, nochmal für dich. Es wäre sonst schwierig geworden. Aber. Wenn sie nicht rechtzeitig gekommen wären. Ich gehe zurück, sobald die Eskorte eintrifft. So. Das waren zu. Ja, das ist hier. Mit den von Maya besorgten Teilen können wir das Schädennetzwerk wiederherstellen. Weiß was, Level 21. Zu helfen und die Gefallenen für das Begräbnis zu bergen. So, genau, dann kann ich mir jetzt gleich mal kurz eben ein bisschen anpassen gehen und dann machen wir schon mal. Oh ja, Hilfe. Und kann trotzdem noch alleine fahren. Das ist eigentlich nie dein Part gewesen. Jetzt schon. Nachmacherin. So, genau, alles Gebiet verlassen. Die Zwillinge dürfen das. Ja. Nur kurz zur Erklärung. Ihre Schwester quasi hat zum ersten Teil immer sehr gerne gemacht, einen bisschen Aufzug zu fahren. So rum. Alleine vor allem. Ich stecke im Aufzug fest. Karma! Mir ist das egal, viel Spaß beim den nächsten Mission alleine machen, ne? Karma! Was? Ich hab dies gesagt. Ich komm nicht raus. Aber das heißt, er kommt auch nicht drunter, Kevin. Das ist natürlich blöd.
Ich bin im Aufzug. Vielleicht muss ich jetzt warten, bis du auch oben bist. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja, ich bin gerade da. Ja, dann funktioniert das doch. Also man kann alleine Lift fahren, aber nicht alleine rausgehen. Immerhin gut. Das ist gut zu wissen. Alles gut. So. Oh, da sind direkt Gegner vor uns. Glaube ich, oder? Jetzt haben sie ein Problem, jetzt haben sie mich rangeschossen. Oh, Annie sauer. Ich habe denen nichts getan. So. Wo sind sie denn? Ja, genau das ist es. So. Ja. Keine Materialien erhalten, okay. Ist mir gerade egal. 4,1, 3,1, jawohl. So. So, Handschuhe, gib ihm. So. Das brauchen wir nicht. Dann nehmen wir das. Quatsch mal wegtun. Ich muss die ganzen Feldexperte-Dinger noch öffnen. Gott. Dann würde ich sagen, wir machen mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir... Ah genau, das ist halt den Netzwerk, wenn das oben gerade schon mal da oben angeblendet ist. Naja, bis zur nächsten Folge.